Lisa! Hallo, Lisa! Was ist denn los? Das ist doch Hansi. Was ist denn los, Hansi? Hast du deinen Schlüssel nicht? Nein, ich habe ihn vergessen. Warte, ich komme. Hansi? Hansi, was war denn das? Hansi, ich hab den falschen Schlüssel! Hansi! Ich hab den falschen Schlüssel! Hansi, oh mein Gott, Hansi! Hansi, du blutest ja. Wer war denn das? Wer war denn das? Guten Abend, Chef. Guten Abend, wo ist der Tote? Hier unten, in der Schneiderei. Die Schwester hat ihn ruhig verbinden müssen. Na, danke. Entschuldigung, bitte. Bitte, einen Moment. Entschuldigung. Guten Abend, Chef. Na? Sie haben mir oben nicht liegen gelassen. Der Mann heißt Hansi Stolze. Hans Stolze, 25 Jahre alt, Schneider. Das Geschäft gehört ihm bzw. ihm und seiner Schwester. Sie wohnen im ersten Stock. Er kam gegen 12:30 Uhr nach Hause, klingelte, weckte seine Schwester, weil er den Hausschlüssel vergessen hatte. Die Schwester kam runter, aber schon während sie runterkam, hörte sie vor der Haustür Stimmen und Gepolter wie von einer Schlägerei. Dann ein Schrei, ein Fall und ein wegfahrendes Auto. Was hat er? Es sieht nach Schädelbruch aus. Und als die Schwester rauskam, da lag der Bruder im Sterben und konnte nichts mehr sagen. Wo ist die Schwester? Oben, in ihrer Wohnung. Na, Doktor, der Tote liegt unten. Fragen Sie mich nicht, ich kann es Ihnen nicht sagen. Er hatte seinen Schlüssel vergessen. Das ist alles. Niemand, der hinter ihm her war? Nein, das hätte ich doch sehen müssen. War er aufgeregt? Überhaupt nicht, nicht im geringsten. Ungeduldig, weil ich nicht aufwachte. Wo war er denn heute Abend? Wo er war? Ja. Er war... Ach so, natürlich. Ja, dass ich daran nicht gedacht habe. Richtig. Sie haben ganz recht, dass ich darauf nicht gekommen bin. Das werde ich ja sehen. Frau Stolze. Was man dazu zu sagen hat, dass ich den Jungen finde. Vor der Haustür. Totgeschlagen. Frau Stolze. Lass sie, Robert. Frau Stolze. Kommen Sie nur mit, ich habe nichts dagegen. Machen Sie mal das Fenster auf! Sie schlafen doch nicht etwa, oder? Aufmachen! Kommen Sie raus! Aufmachen! Hansi ist tot! Umgebracht! Vor der Haustür! Los, machen Sie das Fenster auf oder ich schlag Ihnen die Scheiben ein! Moment, Frau Stolze! Los, was schreit denn hier hoch? Los, wecken Sie sie!
Sie soll mal ans Fenster kommen. Ich will Sie nur was fragen, was sie mit Hansi gemacht hat. Er ist tot. Er ist tot, vor der Haustür umgebracht. Das war es nicht so laut. Los, holen Sie sie oder ich hol sie. Komm raus, du Dreckshure. Verrückt. Kriminalpolizei, können wir mal zu Ihnen reinkommen? Was ist denn los, verdammt nochmal? Kriminalpolizei. Wieso der Kriminalpolizei? Mit der Kriminalpolizei zu tun. Mit wem war er denn aus heute Abend? Mit wem war er weg? Wollen Sie sagen, das wissen Sie nicht? Schluck! Warum soll ich nicht laut sein? Glauben Sie, die schläft schon? Ja, also beruhigen Sie sich jetzt mal, Frau Stolze. Der Bruder von Frau Stolze ist vor anderthalb Stunden, als er nach Hause kam, vor seiner Haustür ermordet worden. Was, ermordet? Ermordet? Als er nach Hause kam, ja. Aber wo war er? Mit wem war er weg? Er war doch mit ihr weg, war er doch, oder? Ich weiß nicht, mit wem war er denn weg? Mit Hansi Stolze vielleicht? Ich hab's dir doch gesagt. Gesagt hast du mir gar nichts. Aber Vater... Was, was? Mir hat niemand was gesagt. Soll ich sie wecken? Ja, selbstverständlich. Na schön. Mit gar nichts hat jemand zu tun, verstehen Sie? Ich hab ja gesagt, sie schläft. Ilo? Wenn ich mal fragen darf, von wem ist eigentlich die Rede? Wie? Ich meine, wer ist Ilo? Ja, Ilo ist meine Tochter. Ach so. Sie zieht sich an. Was haben Sie eigentlich erzählt? Also mit Ihrer Tochter waren Sie stolz heute Abend aus. Was weiß ich anscheinend. Bitte schön. Wann ist denn Ihre Tochter nach Haus gekommen? Ja, wann war denn das? 12? Kurz danach. Aber Sie waren noch auf? Ja. Was hat sie Ihnen erzählt? Erzählt? So was erzählt? Na, über den Abend. Mit wem sie aus war, was sie erlebt hat. Erzählt hat sie gar nichts. Schlafen gegangen ist sie. Darf ich mal fragen, wann Ihre Tochter kommt? Kommt jetzt. Guten Abend. Guten Abend. Sie wissen, weswegen wir hier sind? Mein Vater sagt, Hansi Stolz ist tot. Wissen Sie, was passiert ist? Ich hab's dir gesagt. Dass jemand ihn umgebracht hat, vor seiner Haustür. Ja, und zwar unmittelbar, nachdem er sie nach Haus gebracht hat. Das hat er doch, oder? Ja. Um 12. Ich glaube um 12 oder kurz danach. Und dann hat er sich verabschiedet und ist gegangen. Ja. Allein. Natürlich allein. Wir waren doch allein. Ja, es könnte ja sein, dass Ihnen jemand gefolgt ist oder dass es Streit gegeben hat. Wo waren Sie denn? Im Kankan. Was haben Sie da gemacht? Sie stellen aber Fragen. Sie haben doch gehört im Beachschuppen. Was tut man denn da? Tanzen und trinken, das darfst du doch wohl, oder? Lassen Sie mich doch mal fragen. In Ordnung, in Ordnung. Sie tanzen nämlich ganz hervorragend. Da könnte sie einen Beruf draus machen. Warum soll ich denn das nicht sagen? Sag du, Mutter. Es haben schon viele Leute gesagt, dass sie ganz hervorragend tanzt. Ja, ja, ich glaub's Ihnen ja. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob was passiert ist heute Abend. Ist was passiert? Da ist doch nichts passiert. Das hättest du doch erzählt. Hat sie was erzählt? Nein, sie hat nichts erzählt. Also ein ganz normaler Abend. Ja. Ja, und Hansi Stolze war... Ich meine, wie war er? Wie immer. War guter Laune, war bedrückt, niedergeschlagen. Wie war er? Ich sag doch, wie immer. Mit anderen Worten, Sie können mir nicht sagen, wer Hansi Stolze vor seiner Haustür ermordet haben könnte. Ich weiß es nicht. Nein. Das glaube ich nicht. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Wieso nicht? Sie sagt nein. Nein, hat sie gesagt. Und ich sag, sie lügt. Lügt? Wieso soll sie lügen? Ach. Sie sagt nein, weil es so ist. Sie haben doch gehört. Haben Sie gehört? Ja, wir haben alle gehört. Entschuldigung, wenn wir gestört haben. Ah ja.
Eine Frage noch. Ja? Hatten Sie ein Verhältnis mit Hansi Stolze? Was, was? Wie kommen Sie da drauf? Sprachen nicht vom Heiraten, von Familie, von Kindern? Er hat eine Menge gesprochen. Er hat sich eine Menge eingebildet, sagen wir mal so. Ne? Ein Verhältnis, dass ich nicht lache. Ist Ihnen gar nicht aufgefallen, dass ich Ihre Tochter frage? Der hätte gern gewollt, aber nee. Mal ausgehen und so. Das schon, ja. Substanz, ja, aber nicht mehr. Nein? Die passen doch gar nicht zusammen. Haben Sie den mal richtig angesehen? Ja. Er lag auf dem Rücken, auf dem Tisch der Schneiderwerkstatt. Man hat ihn dort heruntergetragen. Er war ziemlich ausgeblutet. Was hätte mir also noch auffallen sollen? Nichts. Die Sache hat sich erledigt. Ganz richtig, die Sache hat sich erledigt. Gute Nacht. Sowas, Vati? Was? Geh doch schlafen, Elo. Leg dich hin und denk einfach nicht dran. Komm da einfach nachts daher. Ist das Oberlicht offen? Ja, das Oberlicht ist offen, Vati. Ist doch nicht zu kalt? Ach, sie deckt sich schön zu. So. Hoffentlich bist du nicht zu müde morgen früh. Musst du aufstehen wie immer? Oh, um 7. Oh, haben dich aus dem Schlaf rausgerissen. Macht Ilo. Was war sie da? Was gucken Sie hier rein? Hallo, Bingel! Hallo! Du verdammter Idiot! Lass meine Tochter in Ruhe! Verstehst du? Lach dir den Schädel, wenn du meine Tochter nicht in Ruhe lässt. Was ist denn nun wieder, Vati? Ja. Bigge war wieder da. Wieder der Bigge. Schläft sie? Gleich, Vati. Sie war schon ganz müde. Jedenfalls. Ja, Vati? Hansi Stolze. Kann nur nichts mehr von ihr wollen. Nee, kann er nicht. Da siehst du aus. Ja, Vati. Sagen Sie, hat es nicht Zeit? Zeit. Zeit. Kann doch den Tisch hier nicht so lassen. Kann ich doch nicht, oder? Morgen geht die Arbeit weiter. Da kommen Kunden und was sollen die sehen? Blut auf dem Tisch? Auf dem ihre Anzüge zugeschnitten werden, das geht doch nicht, oder? Ihre Aufhaarigen, die fahren weg. Hat sie nichts gesagt? Die Ilo-Kusche? Nein. Ist sie wieder schlafen gegangen? Wahrscheinlich. Und das ist die Wahrheit. Aber die erfährt er nicht mehr. Dass er umgebracht wird und die geht schlafen. Und tut es auch. Ich schwöre Ihnen, die schläft. Und was war das für ein Verhältnis zwischen den beiden? Ein verrücktes. Er war verrückt. Hansi war verrückt. Ich habe zu ihm gesagt, Junge, lass dieses Mädchen. Nicht dieses Mädchen. Die nicht. Und er sagte, Lisa, ich kann nicht mehr ohne dieses Mädchen. Mein Leben bekommt einen Sinn. Er sagte, Lisa, ich bin fasziniert. Ich bin einfach glücklich. Glücklicher als jemals. Versteh das doch, Lisa. Und jetzt stehe ich hier und wische sein Blut ab. Das Blut hier, das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass die schläft.
Was könnte sie zu tun haben mit seinem Tod? Zu tun mit seinem Tod? Sie hat viele fasziniert. Nicht nur meinen kleinen idiotischen Bruder. Sie hat auch seinen Mörder fasziniert. Das ist es. Und das ist so gut, als hätte sie ihn selber totgeschlagen. Haben Sie was dagegen, dass ich so denke? Ganz eklig, was? Ja, gehen wir mal rein. Der ist ermordet worden? Ja, sehen Sie da irgendeinen Zusammenhang mit Fräulein Kusche? Vorläufig sind wir nur auf Vermutungen angewiesen. Guten Morgen, Fräulein Kusche. Guten Morgen. Ja, ich würde gern zuerst mit Ihnen allein sprechen. Wenn wir alleine sind, selbstverständlich, Fräulein Kusche, Moment, ja? Sie sind der Inhaber der Boutique? Ja. Und Fräulein Kusche ist wie lange bei Ihnen angestellt? Etwa seit einem Jahr. Sie sind zufrieden mit ihr? Jo. Pünktlich, zuverlässig, beides. Sie sagten, Stolze habe Sie oft abgeholt. Ja. War das sehr oft? Also jeden Tag? Ja, das kann sein, aber das weiß ich nicht. Ja, fast jeden Tag. Und hatten Sie den Eindruck eines festen Verhältnisses? Nein. Warum nicht? Wie meinen Sie das, warum nicht? Na, er holt Sie täglich ab. Das sagen wir fast täglich. Er telefoniert ständig, mehr als ihn lieb ist. Das lässt doch auf eine sehr enge Beziehung schließen. Ach so, Sie meinen von ihm zu ihr? Ja, das schon, das stimmt. Ich meine, der Junge, der war ja völlig aus dem Häuschen. Nicht? Ah, und Sie war es nicht? Wie man? Nein, nicht im geringsten. Hatte sie andere Freunde, die ihr vielleicht näher standen? Also das weiß ich nicht, aber schauen Sie sich das Mädchen mal an. Wie sieht sie denn aus? Da gibt und gab es schon immer mal eine Menge Leute, die fasziniert von ihr sind. Ja, das kann man sagen. Die sitzen hier manchmal vor der Tür wie Hunde. Die hört man geradezu jaulen. Jemand, der Ihnen besonders aufgefallen wäre unter den Hunden, die hier vor der Tür sitzen? Nein, ich habe Ihnen da nur einen ganz allgemeinen, Eindruck wiedergegeben. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Lena, was ist denn? Wieso kommst du ins Geschäft? Ach, du hast Besuch. Ja, die Herren sind von der Kriminalpolizei. Ach, kommen Sie wegen Fräulein Kusche? Was, wegen der Kusche? Ja, ist dann Hansi Stolze diese Nacht nicht ermordet worden. Hansi Stolze? Ja, sag mal. Ja, natürlich ist heute Nacht was mit ihm passiert. Aber wie kommst du darauf? Das ist meine Frau, Herr Kommissar. Wieso weißt du denn? Ja, woher wissen Sie es wirklich? Ich wurde angerufen. Angerufen? Von wem denn? Jemand sagte mir, ob ich wüsste, dass Hansi Stolze heute Nacht erschlagen worden sei. Stimmt das denn? Ja, wer hat dich denn angerufen? Ich weiß es nicht. Also ein anonymer Anruf? Ja. Haben Sie die Stimme erkannt? Nein. Also eine völlig fremde Stimme. Ja, ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, dass sie mich an irgendjemanden erinnern würde. War es ein Mann? Ja. Um Himmels Willen, wer hat dich angerufen? Und was sagte Ihnen der Mann genau? Ob ich wisse, dass Hansi Stolze tot sei. Ich sagte nein. Darauf sagte der Mann, dass Hansi Stolze heute Nacht um 12:30 vor seiner Haustür erschlagen worden sei. Und weiter? Nichts weiter. Das war alles. Der Mann hängte ein. Aber was für einen Grund kann er gehabt haben, Ihnen das mitzuteilen?
Das weiß ich wirklich nicht. Kannten Sie Hansi Stolze? Ja. Ich weiß, dass er befreundet ist mit Fräulein Kusche, die hier arbeitet. Ich verstehe, aber Sie kannten ihn nicht näher. Nein, ich habe nur einmal gesehen, dass er Fräulein Kusche abholte. Also da ruft Sie jemand an, um Ihnen den Tod eines Menschen mitzuteilen, den Sie nicht näher kennen. Warum? Das hat sie doch alles schon gesagt, nicht? Ich kenne den Grund wirklich nicht. Trotzdem aber kommen Sie sofort hierher, um mit Ihrem Mann zu sprechen. Eben deshalb, weil ich mir nicht erklären konnte, weshalb man mich anruft. Auf diese Weise, so anonym. Ist das nicht Grund genug? So, was ist denn passiert? Ich weiß es auch nicht. Hansi Stolze hat die Kusche nach Hause gebracht gestern Nacht und sie waren aus, tanzen oder sowas, nicht? Ja, sie waren in einem Beachclub. Ja, oder auch so. Also bringt sie, wie gesagt, nach Hause, geht dann selber nach Hause und wird dann vor seiner Haustür von irgendjemandem niedergeschlagen. Man hat keine Ahnung, wer der Täter war. Mhm. Was ist hier? Sie ist im Geschäft? Ich kann sie doch nicht nach Hause schicken. Ich habe ja gerade erst erfahren, was passiert ist. Guten Tag. Guten Tag. Ich glaube, du solltest sie schon nach Hause schicken. Sie muss ja ganz verstört sein. Das tue ich ja. Aber ich weiß ja nicht, ob die Herren noch Fragen haben. Nein, im Augenblick haben wir keine Fragen mehr. Vielen herzlichen Dank. Bitte schön. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Auf Wiedersehen. Da haben Sie alles. Nicht abgeschickte Briefe, Zettel, Bilder. Ilo. Er war verrückt. Und ich muss mich fragen, habe ich ihn überhaupt gekannt? Ja, es ist, als hätte ich plötzlich Flügel. Was für Flügel meint er? Ist er sich wie ein Vogel vorgekommen oder was? Ich sehe alles aus weiter Entfernung und es quält mich nichts mehr. Quält ihn nicht. Was quält ihn? Was meinen Sie, wie gut er es bei mir gehabt hat? Sein Bett, sein Essen, sein Leben habe ich ihm gemacht. Und quält sich. Hören Sie sich das an. Ich habe ganz leichte Füße plötzlich und komme mir vor, als schwebe ich. Was ist das? Ein Liebesbrief? Sie hat ihn um den Verstand gebracht. Das ist doch Unsinn. Ich weiß nicht. Ich finde an dem Brief nichts Besonderes. Ach, würden Sie auch solchen Unsinn schreiben? Sie hat ihn um den Verstand gebracht. Ohne Verstand sind Sie alle und bringen sich gegenseitig um. Ach, Sie meinen, es handelt sich um eine Eifersuchtsgeschichte? Ja, was denn sonst? Aber wie ein Vogel ist er sich vorgekommen. Das können Sie alles mitnehmen, wenn Sie wollen. Was willst du? Kann ich nicht den Schlüssel kriegen? Die Werkstatt wird heute nicht aufgemacht. Aber da kommen doch Kunden zum Abholen. Die sind doch bestellt. Komm mal rein, Bigge. Warum? Du kennst doch die Kusche. Die Kusche? Natürlich kenne ich die Kusche. Schwebst du nicht auf? Hat sie nicht auch aus dir einen Vogel gemacht? Was? Du warst doch auch hinter der Kusche her. Ich? Ja, natürlich. Weiß ich doch. Hansi hat gesagt, wenn ich mit Ilo ausgehe, dann weint der Bigge. Dann weint der Bigge. Bigge? Hast du den Hansi umgebracht? Aber Frau Stolze, wieso? Ich den Hansi? Wie kommen Sie denn darauf? Weil er gesagt hat, dann weint der Bigge. Was weiß ich, was mit dir los ist? Kann ich jetzt den Schlüssel haben? Danke. Wer ist denn das? Das ist Bigge, unser Geselle. Und Sie sagten, der würde sich auch für die Kusche interessieren. Hansi sagte es. Er sagte, Bigge ist ganz verrückt mit der Kusche. Aber verrückt war er selber. Danke, Frau Scholze. Ich habe Sie doch gestern Abend schon gesehen. Milch?
Ja, Sie waren hier am Fenster und haben doch hier reingesehen. Ich? Ja. Als ich gestern Abend nach Hause kam. Wo wohnen Sie denn? Gegenüber. Ach, gegenüber? Ja. Und sah, dass überall Leute standen. Und Polizei war da. Und alle sagten, dass sie Stolze. Stolze ist es. Da habe ich hier durchgesehen. Und gesehen, wie er hier auf dem Tisch lag. Hm. Warum sind Sie denn weggelaufen? Weil. Sie sind Angestellte hier. Ja. Gibt es noch mehr Angestellte? Nein. Wissen Sie, ich war so aufgeregt, deswegen bin ich weggelaufen. Ja, ja, ich verstehe schon. Wenn man da plötzlich jemanden liegen sieht und den gut kennt und der ist tot. Ja, es ist ja gut. Wollen Sie mich doch danach fragen? Ich sage, es ist gut. Sie kennen doch die Ilo Kusche. Ja. Stimmt das, was die Schwester von Stolze sagt, dass sie hinter dem Mädchen her sind? Ich? Wüsste ich nicht. Wieso? Das bildet die sich ein. Wieso sagt die sowas? Das stimmt nicht. Wo waren Sie denn gestern Abend? Wo ich war? Ich war... Spielt denn das eine Rolle? Ja. Wieso spielt denn das eine Rolle? Wollen Sie die Frage nicht beantworten? Ich verstehe nur nicht. Darf ich doch wohl sagen, dass ich das nicht verstehe? Ich habe ein Bier getrunken. Und wo haben Sie das Bier getrunken? Vielleicht da, wo Ilo Kusche und Hansi Stolze waren? Die habe ich nicht gesehen. Ach, die haben Sie nicht gesehen. Ich habe in der Ecke gesessen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich da nur ein Bier getrunken habe. Umgesehen habe ich mich nicht. Würden Sie mir zeigen, wo Sie wohnen? Ja, natürlich. Ja, dann kommen Sie. Da, ich habe da möbliertes Zimmer, im ersten Stock. Ach, das geht nach vorne raus. Wie meinen Sie? Ja, ich wollte nur wissen, ob Sie von Ihrem Fenster aus auf das Haus sehen können. Ja, das kann ich. Was haben Sie denn? Ilo! Das ist Ilo Kusche? Ja. Sehen Sie? Sie hat nicht mal hier rüber gesehen. Und da sagen alle Hansi und Ilo. Ilo und Hansi. Aber ich sage Ihnen doch, da war nichts zwischen den beiden. Hansi Stolz und Schneider, ich bitte Sie. Der Laden geht nicht mal, oder geht der? Hast du gehört, dass der geht? Nein, die Leute sagen, der geht nicht. Der Mann kann sich ja nicht mal ein Auto leisten. Aber Ihre Tochter war aus mit ihm gestern Abend. Und? Jeden Abend geht irgendjemand aus mit ihr. Was alle hinterher sind, sag du, Mutter. Naja, das sind sie wirklich. Hinterher wie... Die lungern rum draußen, die klingeln an der Tür, die klopfen am Fenster. Ich sag ihnen, was die alles anstellt. So viel Fantasie habe ich in meinem ganzen Leben nicht gehabt. Ilo? Ilo, wieso kommst du schon? Ist was los? Ich sollte nach Hause gehen. Die Polizei war da. Herr Boss hat sie nach Hause geschickt. Verstehst du, warum? Hat man dich belästigt? Gekränkt? Hat man dir Fragen gestellt? Du siehst blass aus. Siehst du nicht blass aus? Ich finde, sie sieht blass aus. Angestrengt. Vielleicht ist es besser, du legst dich ein bisschen hin. Sie legt sich eine halbe Stunde hin. Komm, Ilo. Haben Sie noch Fragen? Nein, im Moment nicht. Ich finde, wir haben auch über alles gesprochen. Komm. Ja, ja. Wer ist Barbosse? Ihr Chef. Wird der Mann da noch reingezogen? Sowas wirkt sich doch aus. Eine so gute Stellung. Ja, vielen Dank, Frau Kusche. Kann man dir nur Fragen stellen. Dir. Warum? Der Mann ist tot. Seine Sache. Was hast du denn damit zu tun? Gar nichts. Begreifen die Leute das denn nicht? Warum regen sie dich auf? Leg dich hin, eine halbe Stunde, Stunde. Ich weck dich dann. Was wollt ihr eigentlich immer von ihr? Könntest du dich in Ruhe lassen? Ich bin schon dabei. Auf Wiedersehen. Was wollen Sie denn hier? Ilo hat sich hingelegt. Warum haben Sie sie denn nach Hause geschickt? Also kann ich mal reinkommen? Ja, natürlich. Moment, ich mache ihn auf. Barbosse bei Kusche? Was will denn der bei Ihnen?
Na, jedenfalls sieht es so aus, als ob alles in Bewegung kommt und das ist immer gut. Wo ist denn Vicky? Der ist unten in der Schneiderei. Und wo wohnt der? Gleich hier drüben. Ah, hier wohnt er. So scheint keiner da zu sein. Moment, ich höre was. Guten Tag, Sie sind Herr Richter? Ja. Bei Ihnen wohnt ein Herr Wicke, nicht? Ja. Ja, wir sind von der Kriminalpolizei. Nicht, nee, das sehe ich. Ich habe Sie erwartet. Das Zimmer von Wicke. Das wollen Sie doch sehen. Ja, vielen Dank. Tja, wir wollten nur mal einen Blick reinwerfen, bitte. Es geht um den Mord von gestern Abend, nicht wahr? Ja. Ich kann so schlecht die Treppe hinuntergehen. Sonst wäre ich längst hinuntergegangen und hätte telefoniert, dass Sie hier einen Mörder abholen können. Was? Gehen Sie mal ans Fenster. Machen Sie mal auf. Hören Sie das Geräusch? Sie meinen dieses? Ich höre jedes Mal, wenn hier das Fenster aufgemacht wird. Ich schlafe gleich nebenan. Und weiß jedes Mal, jetzt hat er wieder aufgemacht. Jetzt guckt er runter. Jetzt passt er wieder auf. Jetzt beobachtet er wieder. Was beobachtete er? Wann die nach Hause kamen, der Stolze und die Kusche. Die kamen ja immer hier vorbei. Und das wollte er sehen, der Bicke. Das habe ich schnell gemerkt, warum der da stand. Fenster auf, Fenster zu. Ich habe ja auch ein Fenster. Ich kann ja auch rausgucken. Die Kusche, der Stolze. Und Fenster auf und Fenster zu. Was war gestern Abend? Der weiß nämlich nicht, dass ich nicht schlafen kann. Ich höre alles. Gestern Abend, gegen 12, kam er nach Hause. Schloss auf, kam rein. Fenster auf, Fenster zu. Fenster auf, den hat's wieder gepackt, dachte ich. Ganz schlimm steht es halt mit dem. Ja. Fenster zu. Tür auf, er geht weg. Geht aus der Wohnung. Ich höre alles. Runter auf die Straße. Gegen 12:30. Dann ging's los. Ein Schrei. Wer war denn das? Was ist denn los da unten? Was da los ist? Da ist einer totgeschlagen worden. Der Schneider. Was? Der Schneider? Ich ging ans Fenster und hab gesehen, wie er vor der Haustür lag. Der Hansi Stolze. Und Bicke. Um 3 kam er nach Hause, leise wie eine Ratte. Aber ich höre alles. Natürlich können wir weitermachen. Ich mach das schon. Ich kann das doch machen. Die Kunden bleiben bestimmt. Nur... Ja? Ich müsste besser bezahlt werden, das auf jeden Fall. Und... Noch was? Der Tisch da muss raus. Warum muss denn der Tisch weg? Auf dem hat er doch gelegen. Da kann ich nicht zuschneiden drauf. Warum denn nicht? Weil ich nicht will. Der fliegt raus. Fliegt raus? Kriegt auch Flügel. Was? Machen wir einen Vogel draus. Dann brauchen wir ihn nicht mal rauszutragen. Naja, für heute machen wir jedenfalls erstmal Schluss.
Ja, das gehört sich so. Und ich habe auch noch was zu erledigen. Bicke kommt. Ja, dann gehen wir mal raus hier. Jetzt kommt er. Jetzt ist er da. Machen wir nichts? Warum verhaften Sie den nicht? Ja, stell doch mal fest, vor dem Mehl, ja? Mhm. So laut, sie schläft. Das klingelt sehr wie verrückt. Da kommen Sie rein. Was hat Ihnen die Sprache verschlagen? Warten Sie, ich hole Sie. Sie zieht sie an. Sie kennt, legt ihnen nahe, Ilo Kusche nach Hause zu schicken. Sie tun es. Aber kaum ist ihre Frau weg, schließen sie das Geschäft ab. Sie schließen ab, hängen ein Schild in heute geschlossen und gehen zu Kusche. Warum? Dafür sollten sie eine plausible Erklärung haben. So. Muss ich das? Ja, wenn sie Schlussfolgerungen vermeiden wollen, die für sie unangenehm sind, warum waren sie bei Kusche? Ich habe mich nach Ihrem Befinden erkundigt. Nach Ilo Kusches Befinden. Mitgefühl, verstehen Sie? Gut, Herr Barbosse. Aber jetzt Folgendes. Wir haben Sie gesucht, wir wollten mit Ihnen sprechen. Und da kommen wir also her und lesen das Schild an der Tür, heute geschlossen. Daraufhin rufen wir bei Ihnen zu Hause an. Ach, Sie rufen bei mir zu Hause an? Ja, und Ihre Frau sagt uns, Sie sind nicht da. Warum rufen Sie bei mir zu Hause an? Aber als wir kurz darauf wieder vorbeikamen, da sahen wir hinten Licht und stellten fest, Sie sind ja da. Naja, und? Sie sind also zurückgekommen von Kusche, aber das Schild an der Tür haben Sie hängen lassen. Sie haben wieder abgeschlossen und sitzen hier. Aus Mitgefühl geschlossen, Herr Barbosse. Also hören Sie zu, wir sind hier ein bisschen in der Gegend rumgegangen. Man kennt Sie ja überall. Wir waren in einem Restaurant, wo Sie täglich zu Mittag essen, und zwar immer zusammen mit Ilo Kusche. Herr Barbosse? Sie haben ein Verhältnis mit der Kusche, ne? Was? Das ist ja... Nein, das bestreite ich. Das ist völlig... Wissen Sie was? Ich antworte Ihnen nicht mehr. Ich sehe überhaupt keine Veranlassung, Ihnen weiter diese unsinnigen Fragen zu antworten. Machen Sie, was Sie wollen. Bitte, Herr Kommissar. Dankeschön. Wollen Sie bitte Platz nehmen? Danke.
Möchten Sie rauchen? Nein, nein, danke. Nein, oder etwas... Oh nein, danke schön. Etwas trinken? Danke. Sie haben einige Fragen? Ja, das ist der Grund meines Kommens. Sie haben herausbekommen, dass mein Mann mit Fräulein Kusche befreundet ist. Ein Verhältnis hat. Kommen Sie deswegen zu mir. Ich sehe, Sie haben mich erwartet. Bitte. Ja, das ist nur logisch. Warum ist das logisch? Die Art und Weise, wie Hansi Stolze ums Leben gekommen ist, lässt doch auf eine Eifersuchtssache schließen. Fräulein Kusche hat Beziehungen zu einigen Männern, und darunter auch zu meinem Mann. Wo war Ihr Mann gestern Abend? Mein Mann war gestern Abend um 23:30 zu Hause. Er hat ein Alibi. Sie haben sich gut vorbereitet auf meinen Besuch. Natürlich. Guten Abend. Guten Abend. Ja, komm nur herein. Ich sagte eben, Herrn Kommissar, dass du gestern Abend um 23:30 zu Hause warst. Warum mische ich da? Habe ich dir gesagt, du sollst dich hier einmischen. Aber ich kann es einfach nicht ertragen, dass du dich hier einmischst. Aber auf diese Weise. Nein. Es geht ja nicht nur darum, ob Sie um 23:30 gestern Abend hier zu Hause waren oder nicht. Ja, ich war um 23:30 zu Hause. Dankeschön, das war alles, was ich wissen wollte. Ich darf mich verabschieden. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Du hast dich nie von mir abhängig gefühlt. Jetzt bist du es, Liebling. Nichts Auffälliges. Sie tanzt zwar mit Bicke, aber ich habe so das Gefühl, sie tanzt mehr für sich selber. Ja, sie hat auch schon mal mit Stolze getanzt und er ist erschlagen worden. Ich habe Angst um Bicke. Um Bicke? Ja, Walter, Harry, wenn die beiden rauskommen, bleibt dran, ja, bleibt am Ball. Los zu den Barbossos. Ist aber schon ziemlich spät, Chef. Ich weiß, es ist sehr spät. Sie wissen also bestimmt nicht, wo er ist, Ihr Mann. Nein. Wo ich ihn erreichen kann. Nein. Ja, dann entschuldigen Sie diesen nächtlichen Überfall. Herr Kommissar. Ja? Ich muss Ihnen etwas sagen. Der Mann, der mich heute Morgen anrief, der mir sagte, dass Hansi Stolze umgebracht worden sei, das war Bicke. Ja, das war Bicke. Das weiß ich längst. Ach, das wissen Sie.
Aber wenn Sie mir das schon erzählen, warum sagen Sie mir nicht die ganze Wahrheit? Wie gesagt, ich habe gesehen, wer es war. Mein Mann sei es gewesen. Mein Mann habe Hansi Stolze umgebracht. Er sah aus dem Auto heraus auf ihn zu und habe sinnlos auf ihn eingeschlagen. Ein Mann, der einfach nicht mehr wusste, was er tat. Verzeihen Sie, Herr Kommissar, dass ich versucht habe, mir zu helfen. Obwohl mir überhaupt nicht zu helfen ist. Kusche. Was ist denn nun wieder los? Wir müssen Bigge finden. Das ist der einzige Mensch, der den Mörder kennt. Und der Mörder weiß es. Los! Weg von dem Mädchen. Herr Barbosse. Was wollen Sie denn? Wie mit dem Mann reden? Weiter nichts. Reden. Ach, reden nennen Sie das. Sie sind doch den beiden nachgefahren. Genau, und? Wieder nur aus Mitgefühl? Also bitte nicht hier auf der Straße, kann ich Sie im Moment sprechen, ja? Ich glaube, ich kann anders an. Bigge, na kommen Sie doch auch mit. Na kommen Sie. Was Sie davon halten, ist mir gleichgültig. Ich liebe das Mädchen. Ich will, ich muss und ich kann das nicht erklären. Das spielt ja auch keine Rolle. Es ist so. Meine Scheidung ist seit langem eingeleitet. Sie ging einfach nicht vorwärts, meine Frau. Auch Ihrem Vater habe ich das gesagt. Ich sagte, so und so ist das mit Ilo und mir. Und ich werde sie heiraten. Und Kusche. Kusche war einverstanden. Er sagte in Ordnung. Kusche sagte in Ordnung? Ja. Ich habe ihm meine Bankauszüge gezeigt. Ach so. Hat er sie sehen wollen? Ja. Er wollte sie sehen. Die Bankauszüge waren wenigstens in Ordnung. Sie haben ihm gefallen. Ja. Er sagte, okay. Und ich sagte, ich will nicht, dass Ilo immer wieder mit anderen Leuten ausgeht. Ich kann das einfach nicht ertragen. Das macht mich wahnsinnig, wenn sie mit anderen Leuten zum Tanzen geht. Stolze immer wieder, sie ist dieser Stolze. Er holte sie ab, er lauerte ihr auf, er ließ einfach nicht locker. Herr Kommissar. Ich gestehe, ich hasste diesen Mann bis aufs Blut. Was war gestern Abend? Stolze. Sie war natürlich wieder mit diesem Stolze weg.
habe sie gesucht. Und ich habe sie gefunden. Ich verlor einfach die Besinnung. Ich wusste nicht, was ich tat. Es ging über meine Kraft zu sehen, wie Illo und dieser Stolze. Ich war wie blind. Ich wollte sie rausholen, da wegholen. Ich schrie, komm raus, komm mit. Augenblick meines Lebens. Ich setzte mich in meinen Wagen und habe gewartet, bis sie herauskamen. Und dann folgte ich ihnen. Ich wusste, ich würde das nicht aushalten, nicht noch einmal. Ich überlegte. Und dann stieg ich aus. Ich habe Kuscher erzählt, was mir passiert war. Er sagte, wir müssen das sofort in Ordnung bringen. Sie sind also hinter Stolze hergefahren? Ja, mit Kuscher. Und Sie? Ich? Dann kommen Sie mal her. So, nun setzen Sie sich. Sie haben doch Stolze gesehen, als er nach Hause kam. Ja, vom Fenster aus. Er hatte keinen Schlüssel bei sich. Sie haben Ihr Fenster zugemacht und sind hinuntergegangen. Warum? Ich? Ja, Sie. Warum? Ich weiß nicht, warum. Also, was haben Sie gemacht? Wo waren Sie, Bicke? Ich habe unten in der Haustür gestanden. Und dann habe ich den Wagen kommen sehen. Bei Bosses Wagen. Und dann habe ich es gesehen. Bei Bosse ist ausgestiegen, ist auf Hansi Stolze zugegangen und fiel ihn gleich an. Nein, das ist nicht wahr. Er lügt. Ich war es nicht. Ich blieb überhaupt im Wagen. Und Kuscher sagte zu mir... Jetzt mal fertig. Was bildet der sich denn überhaupt ein? Keine Gewalt, Kuscher. Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Ich rief, nein, Kuscher, nein. Und da ließ er ihn los und kam zurück in den Wagen. Stolze lag auf dem Boden. Aber er war nicht tot. Er war noch nicht tot. Ich fuhr an, aber ich sah noch genau, wie Stolze versuchte aufzustehen. Ich gab Gas und war weg. So war das nämlich. Nicht anders. Stimmt das? Sie haben nur alles gesehen. Ich, ja. Naja, nicht genau. Sie haben doch gesehen, dass es Kusche war und nicht Barbosse. Ja. Und trotzdem rufen Sie am nächsten Morgen Frau Barbosse an, um ihr zu sagen, Ihr Mann habe Stolze umgebracht. Warum? Ich habe mich eben geirrt. Ich glaube nicht, dass Sie sich geirrt haben. Wie weit weg waren Sie? Wie weit weg? Sie haben doch Stolze gesehen, er lag auf dem Boden. Haben Sie ihm nicht geholfen? Sind Sie nicht hingegangen? Ja, ich... Ich ging hin, aber... Aber? Na, warum reden Sie nicht, Bigge? Hat Stolze gelebt? Sagen Sie, ob er gelebt hat. Er hat gelebt, nicht wahr? Sagen Sie doch die Wahrheit. Was ist vorgefallen? Was hat Stolze gesagt? Was haben Sie getan, Bigge? Bigge! Hören Sie nicht, Bigge, was haben Sie getan? Was haben Sie getan? Was haben Sie getan? Nichts habe ich getan. Was soll ich denn getan haben?
Der war doch tot. Ich hab's doch gesehen, dass er tot war. Er lügt. Er war tot, glauben Sie mir. Sie können mir gar nichts. Da können Sie mich noch 100 Mal verhören. Robert, hol den Kutscher rein, ja? Und Sie können gehen. Aber Sie müssen sich zur Verfügung halten. Also, wenn Sie mich fragen, Bigge war's. Ja, aber wir müssen es beweisen können. Kusch ist weg. Was? Das müssen Sie erstmal beweisen. Ihr doch nicht. Wo waren Sie? Wo sind Sie gewesen? Da könnt ihr mich noch 100 Mal verhören. Nicht mit Bigge. Nicht mit Bigge. Herr Kusche? Was ist denn, Herr Kusche? Was wollen Sie denn? Kerl wie du, Bigge, bist doch kein Mann für Ilo. Dass du das nicht begreifst. Was geht denn in deinem Kopf vor? Möchte ich wissen, dass du das nicht weißt.